wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sondersendung von Kreuz Plus heute am ersten Weihnachtsfeiertag. Wir sind nicht wie üblich im Studio, sondern im mittelfränkischen Elbersroth heute. Vielleicht hatten Sie in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Gelegenheit, ein Krippenspiel oder adventliche Besinnung zu besuchen. Und deshalb haben wir uns etwas ganz Besonderes für Sie einfallen lassen. Wir zeigen Ihnen heute die Weihnachtsgeschichte, gespielt von Laiendarstellern aus dem Bistum Eichstätt. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf nach Bethlehem, damit er sich schätzen ließe, zusammen mit seiner Frau Maria, die schwanger war. Bleib du hier sitzen. Ich frag da vorne nach einem Quartier und hol dich dann wieder ab. Entschuldigung, kann ich bei euch vielleicht nach einem Zimmer fragen? Meine Frau bekommt ihr erstes Kind. Tja, ein freies Zimmer, das wird's hier nirgends geben. Da habt ihr sicherlich kein Glück. Der ganze Ort ist voller Menschen. Geht woanders hin. Aber wir mussten hierher wegen der Steuerschätzung. Und jetzt ist das Kind unterwegs. Wir können nicht weg. Wir müssen hier bleiben. Eure Frau ist schwanger und ihr geht von zu Hause fort? Man nimmt seine Frau doch nicht mit auf die Reise, wenn sie ein Kind bekommt. Ich habe es gehört. Lass sie. Sie versteht es nicht. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Na schön. Es gibt zwar kein freies Quartier mehr, aber hinterm Haus, da ist ein Stall mit einem Esel und einem Ochsen. Der ist schön groß und warm. Komm, lass uns gehen. Es ist gut so, wie es ist. So eine reichsweite Volkszählung ist zur Regierungszeit von Kaiser Augustus in außerbiblischen Quellen nirgends belegt. Was aber belegt ist, ist eine lokale Steuerschätzung, eine Steuererhebung. Und zwar war das im Jahr 6 nach Christus. Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Für uns selber ist es natürlich schön, weil Jesus wirklich zu den Menschen runterkommt. Er kommt eigentlich zu den Ärmsten der Armen. Er wird selber ganz arm, selber ganz klein, selber verletzlich. Gott wird verletzlich für uns. Er zeigt sich im Stall. Papst Franziskus hat so gesagt, wir sollen den Stallgeruch annehmen der Menschen. Also eigentlich das annehmen, was die Menschen uns geben. Wir sollen zu den Menschen gehen und das macht Gott uns vor. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Hast du das gehört? Puh, manchmal bekomme ich richtig Angst hier draußen. Immer wenn etwas knackt, bekomme ich einen gewaltigen Schreck. Ich frage mich immer wieder, warum ich mir das antue. Aber wenn ein Wolf kommt und unsere Schafe reißt, wir gehen dazwischen, auch wenn es gefährlich ist. Manchmal träume ich davon, hunderte Schafe zu haben. Dann käme es auf die wenigen nicht an, die ein wildes Tier reißt. Aber selbst wenn du hunderte Schafe hättest, würdest du dich doch auch um das eine kümmern, das vom Weg abkommt. Wahrscheinlich hast du recht. Wie sähe unsere Welt aus, wenn sich Herodes, Augustus oder der Hohepriester sich um jeden einzelnen von uns kümmern würde? Sie wäre eine andere. Die Hirten gehörten zu den Armen, zu den sozial Randständigen, und auch religiös waren sie nicht besonders geachtet, weil sie viele der rituellen Vorschriften einfach nicht einhalten konnten. Ich habe es erst neulich wieder gehört. Die Propheten haben gesagt, wenn der Messias kommt, wird er sich wie ein Hirte um die Menschen kümmern. Da ist keiner, der verachtet wird. Irgendetwas ist hier anders. Es ist so ruhig, aber irgendwie still. Und kein Schaf ist zu hören. Seht, ich bringe euch gute Nachricht. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Heute ist in der Stadt Davids für euch der Messias geboren. Er ist Christus, der Herr.
Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein gerade geborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Engel haben immer diese Aufgabe, eine Botschaft zu bringen. Sie bringen eine frohe Botschaft. Und das ist auch so ein Beispiel für uns, dass auch wir selber zu Engeln werden können, wenn wir diese Botschaft von Weihnachten weiterbringen an die Menschen. Los, komm, das lassen wir uns nicht entgehen. Der Messias, ganz in unserer Nähe. Und wir sind die Ersten, die es erfahren haben. Aber warte noch einen Moment. In der Futterkrippe liegt das Kind. Das sind ganz einfache Leute, die bestimmt Hunger haben. Wir nehmen die Suppe mit. Die Mutter braucht das jetzt. Und der Vater bestimmt auch. Für Lukas ist es wichtig, dass schon zu Beginn der Jesusgeschichte solche armen Leute, solche sozialen Randsiedler wie die Hirten als Erste von der guten Nachricht hören: Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Als Jesus geboren war in Bethlehem zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Als das der König Herodes hörte, erschrak er und rief die Weisen heimlich zu sich. Wie weit seid ihr gereist? Viele Tagesreisen mit dem Kamel. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Und das alles, um einen Messias zu sehen? Und das hier in Jerusalem? Erst vor kurzem habe ich einen vermeintlichen Messias hinrichten lassen, der das Volk um den Verstand gebracht hat. Und nun kommt ihr? Dafür können wir nichts. Wir sind den Sternen gefolgt, um den neugeborenen König in Jerusalem zu sehen. Wir dachten, es wäre euer Sohn. Und das sind wohl eure Geschenke. Lasst sehen. Für euch mögen das wunderbare Geschenke sein und sehr kostbar. Doch nach meinem Maßstab sind sie armselig. Wir haben im guten Glauben gehandelt und haben gedacht, wir können euch gratulieren. Sind wir zu spät? Um Jahrzehnte. Ich habe 3 Söhne, die schon groß sind und sich wie Könige aufführen, die sie ja bald sein werden, wenn ich das Reich teile. Dann sind wir zu früh? Die Propheten sagen, dass ein Messias geboren wird. Und er soll das Volk führen wie ein Hirte. Dabei führe ich das Volk wie ein Hirte. Oh, wir sehen ein, dass wir zur falschen Zeit gekommen sind. Bitte verzeiht, lasst uns gehen. Wartet. Geht nach Bethlehem. Bringt dem Messias eure Geschenke. Und kommt dann zu mir. Wir sollen zu euch kommen, wo es doch nicht euer Sohn ist? Ja, ich werde diesen Messias huldigen und vor ihm auf die Knie fallen. Ihr sagt mir, wo ich ihn finden kann. Nun geht. Diesmal entgeht mir dieser Messias nicht. Ich schicke meine Soldaten hin und ich werde jeden Jungen, der dort geboren wird, umbringen lassen. Herodes ist tatsächlich eine historisch greifbare Gestalt. Er ist im Jahr 40 vor Christus mit Hilfe der Römer an die Macht gekommen. Herodes hat sich den Römern als derjenige präsentiert, der in der Lage war, im Sinne der Römer für Sicherheit, für Ordnung da in Judäa zu sorgen. Seht, der Stern leuchtet nun heller als zuvor. Kleines Nest mit engen Gassen. Wenn ich mir das so ansehe, hierher hätte ich niemals gefunden. Seht da, das Licht im Stall. Ich ahne es, unser Weihrauch wird die Enge vergessen lassen. Und die Myrrhe den Kleinen heilen. Das Gold wird ein neues Quartier ermöglichen. Und einen Esel, der die Familie fortbringt, bevor Herodes kommt. Dass es Könige sind, steht im Text nicht. Und im Text steht auch nicht, dass es 3 sind.
Die Zahl 3 kommt daher, dass erwähnt wird, dass sie 3 verschiedene Geschenke bringen, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Daher kommt die Zahl 3. Sie haben sich auf einen weiten Weg gemacht, weil sie Gott suchen wollten. Eigentlich ein Beispiel auch für uns, dass wir Gott suchen dürfen, aber dass wir, wenn wir Gott finden, auch auf neue Wege gehen sollen. Dass wir, wenn wir Gottes Botschaft hören, Gottes Nähe spüren dürfen, zum Beispiel auch bei Gottesdiensten oder Ähnliches, dass wir dann nicht hinausgehen, als wenn alles so gleich wäre. Bei den Weisen hat es geheißen, sie sind auf einem anderen Weg nach Hause gegangen. Wir sollen auch andere Wege gehen. Die Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Und als der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, über dem Ort stand, wo das Kindlein war, fanden auch die 3 Weisen das Kind mit seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an. Wir haben eine kräftige Suppe für euch dabei, aber zuerst wollen wir das Kind sehen, von dem die Engel gesprochen haben. Ihr kommt zu uns. Jetzt verstehe ich, dass Gott keinen vergisst. Auch uns nicht. Dürfen wir nach dem Kind sehen, von dem die Sterne uns berichtet haben? Bei uns war das ein Engel. Es waren scheinbar die Sterne. In Wirklichkeit war es aber Gott. Gott wollte uns hier, uns alle. Das war die Weihnachtsgeschichte, gespielt von Laiendarstellern aus dem Bistum Eichstätt. Und damit verabschiede ich mich für heute aus Elbersroth. Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten nun noch besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, verbunden mit der Hoffnung, dass 2021 für uns alle etwas entspannter wird. Wir sehen uns, bleiben Sie gesund und alles Gute.